Ich erzähle euch eine kurze Geschichte dazu und ich denke, dass alles schon vor Millionen von Jahren angefangen hat. Vor ungefähr 60 Jahren hatte ich einen Freund, der jetzt zwar schon seit 50 Jahren tot ist, aber damals erzählte er mir manche Dinge, die er in seinem Leben gemacht hatte. Er war damals ungefähr so alt, wie ich es heute bin. Er hatte sein Leben damit verbracht, sich alte Ruinen und Zivilisationen rund um diesen Planeten anzuschauen. Es gibt viel mehr alte Ruinen und Zivilisationen, als die Schulen und Universitäten zugeben. Civilizations and there's a lot more old ruins and old civilizations that than the colleges and universities are willing to admit. Die haben ja ihre eigenen Ideen, wie dieser Planet entstanden sein soll, und somit schauen sie sich Dinge, die etwas anderes belegen, gar nicht erst an. Aber egal, er erforschte viele dieser alten Zivilisationen und Ruinen sein ganzes Leben lang und schrieb ein Buch darüber. Aber leider wurde dieses Buch nie veröffentlicht, weil das Manuskript gestohlen wurde. Als ich bei ihm war, starb er, ohne dass sein Manuskript veröffentlicht wurde. His manuscript was stolen when he was when I was there, but so he died without his manuscript being published. But I. Aber ich hatte seine Story verstanden. Er erzählte, dass er beim Durchsuchen der alten Zivilisationen immer wieder auf ein Symbol stieß. Und dann sah er dieses Symbol plötzlich überall auf dem Planeten, sodass er anfing, ganz gezielt nach diesem Symbol zu suchen. Und letztendlich erzählte ihm ein alter Medizinmann, was dieses Symbol bedeutete. Das Symbol war ein Kreis mit einem Kreuz. Und finally one old medicine man explained the symbol to him, and the symbol was a round circle. That was crossed like this. And the cross der Medizinmann sagte, dass der horizontale Strich die Unterteilung von Tag und Nacht sei. Er sagte auch, dass der Kreis für das Universum steht und der vertikale Strich von oben nach unten bedeutet die Trennung von Osten und Westen. Das Kreuzen an sich bedeutet, dass es im Universum sich überschneidende Absichten gibt. Das Symbol hatte noch viele andere Bedeutungen in den verschiedenen Zivilisationen. Als er anfing zu recherchieren, sprach er mit vielen älteren Menschen, die darüber Bescheid wussten. Sie sprachen von einem Mann, der zu jeder dieser Zivilisationen gekommen war und von einem Tag erzählte, an dem die Menschheit in eine höhere Dimension aufsteigen würde. Mankind was going to go to a higher level than he was at now. Sie würden besser werden, als sie es jetzt waren. Das sollte der Anfang des dritten Millenniums sein. Und da sind wir genau jetzt, am Anfang des dritten Millenniums. Er erzählte darüber eine ganze Weile, als ich bei ihm war, und während ich mit ihm sprach, sah ich Bilder in meinem Geist von einer alten Zeit. Und je mehr ich mit ihm sprach, umso mehr Bilder sah ich. Die Erinnerungen wurden immer deutlicher. For quite some time. So I was with him for quite some time. And as I was talking to him, I started getting pictures in my mind of an ancient time. And the more I talked to him and the more I remembered, the more I realized where these pictures were coming from. And then I started getting the whole picture. And I think that the most die meisten Erinnerungen hatte ich an eine Zeit in der Andromeda-Galaxie. Eine ganze Menge von uns lebten auf einem Planeten, der Planet der Götter genannt wurde.
Es gab verschiedene Zivilisationen in der Andromeda-Galaxie und es gab Kriege und viele andere Probleme. Aber diese Zivilisationen hatten nicht viel mit dem Planet der Götter zu tun, weil die Götter waren ganz anders als sie. Und das waren wir. They didn't much associate with the planet of the gods because the gods were totally different than they were, and that was us, you. Du und sie und er und sie, das waren wir. Wir lebten auf dem Planet der Götter. Das ist das, was wir zu dem Zeitpunkt waren. Wir haben Millionen Jahre lang dort gewohnt. In dieser Zeit spielten wir den ganzen Tag. Wir waren Spieler und wir spielten. Wir bauten Planeten und Sterne und wir machten alle möglichen Sachen. Wir gehörten zum Planet der Götter. Und nach Millionen von Jahren kam jemand auf die Idee, dass wir etwas Sinnvolleres tun sollten für das Universum, als immer nur zu spielen. Spielen ist ja okay, sagten wir uns, aber wir sollten noch etwas mehr machen, um vielleicht den Leuten zu helfen, die in den Zivilisationen waren. Wir waren uns alle einig, dass wir etwas mehr tun sollten. Aber wir waren uns nicht wirklich einig, was genau. Es gab immer wieder Dinge, die wir zuerst noch tun wollten, und so kamen wir nie wirklich dazu, es zu tun. Wir hatten ja noch so viele andere Projekte, die wir erst noch beenden wollten. Never seemed to quite get around to doing it because we had these other different projects that we wanted to finish. So, bis schließlich einer sagte, wenn wir in all dieser Zeit noch nichts getan haben, dann lasst uns wenigstens entscheiden, dass wir uns irgendwo treffen werden und diese gute Sache für das Universum dann auch wirklich machen. Und er fragte, ob alle einverstanden sind, dass wir uns in einer Billion Jahre treffen. Nun ja, eine Billion Jahre war ja noch so weit weg, dass niemand Nein sagen konnte. Also stimmten alle zu, zumindest die meisten, dass wir uns irgendwo in einer Billion Jahre treffen würden. Einer sagte, okay, wenn wir uns jetzt schon dazu entschlossen haben, wie wär's, wenn wir uns dann ein Implantat in unseren Geist einpflanzen, welches jeden daran erinnert, dass wir uns nach einer Billion Jahre wieder treffen? Und das Implantat kann nicht gelöscht werden, damit sich auch wirklich alle nach einer Billion Jahren treffen. Jeder sagte, na klar, warum denn nicht? Natürlich können wir das machen, es ist ja noch so weit weg. Und jeder nahm dieses Implantat. Nicht alle, man bekommt ja nie alle dazu, etwas zu machen. Aber viele von uns, die meisten, stimmten zu, sich an einem fernen Ort in einer Billion Jahre wieder zu treffen. Nachdem wir das beschlossen hatten, sendeten wir eine Gruppe los, um einen Ort für das Treffen zu finden. Wir entschieden, dass wir es nicht in der Andromeda-Galaxie machen konnten, da die Leute dort viel zu böse waren und sie hatten gleichwertige Technologien wie die der Götter. Sie hatten zwar selbst keine speziellen Fähigkeiten, aber sie hatten elektronische Technologien, die ziemlich genial waren. Also schickten wir eine Gruppe in die Milchstraßengalaxie und wir suchten und suchten, bis wir letztendlich dieses Planetensystem hier gefunden haben. So we sent off a group to the Milky Way galaxy. That's this galaxy. We sent a group here and we searched and searched. And finally we found this planetary system that we have here. And the Earth was at that time... Zu diesem Zeitpunkt war die Erde der Sonne am nächsten. Und wir änderten das, denn wir waren ja Götter. Wir bewegten die Erde weiter weg an die dritte Stelle. Und dann gingen wir wieder nach Hause und erzählten allen, was wir gefunden hatten. Und so beschlossen wir, dass das alles in dem Implantat auch so festgehalten werden würde. Und das Implantat konnte ja nicht gelöscht werden.
Danach besuchten wir über Millionen von Jahren die Erde immer mal wieder zu verschiedenen Zeiten. Wir haben die Tiere auf die Erde gebracht. Es gab keine Evolution auf der Erde, sorry. Die Evolution fand auf anderen Planeten statt, aber nicht auf diesem Planeten. Wir brachten die Tiere hierher. We brought the animals to Earth. Mm-hmm. There was no evolution on this planet. Sorry, the evolution happened on other planets, mm-hmm. but it didn't happen on this planet. We brought the animals here. Interesting. So the missing link. Interessant. Der fehlende Link ist damit geklärt. Wir brachten auch das Wasser her. Es gab ja mehr Wasser auf dem Mars, aber wir haben es dann hierher gebracht. Und es regnete und regnete. Naja, man kennt die Geschichte, ja. Es regnete, bis alles überflutet war. Ich fasse die Geschichte mal kurz zusammen. Also da waren 5 oder 6 von uns hier vom Planet der Götter, um zu prüfen, ob hier alles klar war, als plötzlich ein Raumschiff hier abstürzte. Nur eine Person überlebte den Absturz. Es war eine Frau. Wir sind dann hin und haben sie da rausgeholt. Wir haben sie auf den Boden gelegt und erstmal wieder alle Knochen und Gelenke in Position gebracht, die ganz kaputt und verbogen waren. We straightened her bones out and all the things that were smashed all up. And you got her name? Nobody got her name? Kennst du ihren Namen? Niemand kennt ihren Namen? Wie war wohl ihr Name? Eva. Ihr Name war Eva. Dann sind wir los und haben für sie einen Gefährten gesucht. Das war Adam, natürlich. Und so hat alles angefangen, genau so. Und dann vergingen viele Millionen Jahre. Es gab da ein sehr großes Gebiet in dieser Galaxie mit 55 Planeten. Und in dieser Zivilisation gab es einen Mann mit dem Namen Manzanora. Manzanora war der Typ, der diese große Zivilisation anführte. And I'm talking this huge area, not just a little area, but the huge area of this galaxy. There was 55 planets that was part of a civilization. And this civilization, there was a man named Manzanora. And Manzanora was a the guy who was running this huge civilization. And eines Tages hat er einen der Gefangenen gefoltert. Also er hat ihn nicht selbst gefoltert, sondern er hat ihn von seinen Wissenschaftlern foltern lassen. Und dabei haben sie vom Billionen Jahre Implantat erfahren. Sie fanden alles über das Implantat heraus. Und Manzanora sagte, das müssen wir stoppen. Wir müssen einen Weg finden, um das aufzuhalten, und er setzte einen Wissenschaftler daran. Der Wissenschaftler hatte die Idee, dass sie einfach jedem in der Zivilisation ein Implantat einsetzen könnten, dass der Planet Erde zerstört werden sollte. Damit, wenn wir hier eintreffen würden, eigentlich waren da gar nicht so viele von uns, circa 1 Million, jedenfalls sollte dann der Planet Erde schon zerstört sein. Und er hatte die Idee, dass Russland Amerika zerstört oder Amerika Russland. When the people started to, when the people started to arrive here, when all of us started to arrive here, and there wasn't a whole lot of us, there was only about 1 million of us, or just a little bit less than 1 million. And so when we were supposed to arrive here, he got this idea of how to destroy the planet. And that was, of course, Russia destroying America. Die Idee war jedenfalls, den gesamten Planeten zu zerstören, sobald wir alle hier ankamen, damit dann unser göttlicher Plan nicht umgesetzt werden konnte. Da gibt es noch viele andere Dinge, aber ich kann euch jetzt nicht die gesamte Geschichte erzählen. Wir haben zu wenig Zeit.
Aber wie auch immer, zu dieser Zeit wurde jedem auf dem Planeten die Idee implantiert, dass wir Kriege haben werden. Und er fand Wege, es umzusetzen. Er manipulierte Hitler. Hitler hatte das Implantat, Stalin hatte es, jeder, auch du und ich. Wir alle hatten das Implantat. Wir alle mussten in dieser Zeit unseren Job machen. Nun ja, davor wurde die Erde ja auch schon 5-mal zerstört. The Earth destroyed itself 5 times before this. And if you know, ich hatte einen Freund, den die US-Regierung in die gesamte Welt entsandte, um dieses grüne Glas einzusammeln, das nur durch atomare Explosionen entsteht. Es gab schon tausende atomare Explosionen auf der Erde. Die großen Wüsten kommen also von Atomkriegen, von nuklearen Kriegen. Ja, dieses grüne Glas stammt von diversen Atomkriegen. Die Leute in der Regierung waren überrascht, als sie das alles herausfanden. Sie haben uns das zwar nie gesagt, aber sie waren überrascht, als sie herausfanden, dass es schon tausende von Atomkriegen auf diesem Planeten gegeben hatte und dass er sich schon einige Male selbst zerstört hatte. Auf die Gründe, weshalb das schon viele Male passiert ist, kann ich jetzt aus Zeitmangel nicht weiter eingehen. Wie dem auch sei, es wurde damals beschlossen, die Erde zu einem Gefängnisplaneten zu machen. Die gesamte Idee hinter dem Gefängnisplanet war, dass es da draußen 5 große Zivilisationen gab und diese Zivilisationen wollten Leute entsorgen. Eigentlich sind es Leute vom Planet der Götter, aber sie waren keine Götter mehr. Aber es gab immer Leute, die sich für Freiheit und alle diese Dinge einsetzten. Die Zivilisationen hassten diese Leute und beschlossen, sie irgendwo anders hinzubringen und machten deshalb die Erde zu einem Gefängnisplaneten. Sie brachten diese Leute dorthin. Und immer wenn sie neue Leute fanden, die auf Freiheit und all diesen wunderbaren Dingen beharrten, verurteilten sie diese und schickten sie auf den Gefängnisplaneten. Also wurde die Erde zu einem riesigen Gefängnisplanet. Und das ist sie bis heute. Sie ist immer noch ein Gefängnisplanet. Und sie schicken immer noch ihre Raumschiffe hierher und haben da draußen immer noch Raumstationen, die die Erde beobachten. Diese Raumstationen gehören den anderen Zivilisationen da draußen. Sie haben Angst vor uns, weil wir anders sind. Aber man kann kein Lebewesen töten. Space stations that look over Earth. And those space stations they're just from those other civilizations out there. And but there's more than they're afraid of us because we're different. They're afraid of us, and they have a certain amount of. But you can't kill a being. The problem is that you can't kill a being. Das Problem ist, wenn sie Lebewesen töten könnten, hätten sie das schon vor langer Zeit getan. Ich meine, du kannst jemanden erschießen, dann ist der Körper tot. Aber 20, 30 Jahre später hat er einen anderen Körper und macht dir wieder Ärger. Also musst du dir etwas Besseres einfallen lassen. Eine Möglichkeit ist, sie auf einen anderen Planeten zu bringen. Und wenn sie sterben, erhalten sie den Befehl, zum Himmel zurückzukehren. Du kehrst zum Himmel zurück und bekommst dort ein neues Implantat, das dir sagt, kehre zurück zur Erde für ein weiteres Leben und sei ein netter Mensch, sei wundervoll und behandle alle gut. Und wenn du wieder stirbst, kehrst du wieder in den Himmel zurück. Und du vergisst, dass du mehrere Leben hast. Ja, du vergisst, dass du mehrere Leben hast. Du vergisst einfach alles. Die ganze Idee dahinter ist, dich auf einem Planet festzuhalten, damit sie sich nicht mehr mit dir auseinandersetzen müssen. Also Jim, wie sind unsere Aussichten und wie kommen wir da wieder raus? Können wir uns erinnern, wer wir sind? Können wir dieses Spiel verändern? Ich weiß nicht, wie viele Erinnerungen noch vorhanden sind. Ich denke, ein paar von uns haben noch Erinnerungen an die Vergangenheit.
aber ich bin mir nicht sicher, ob das unser Spiel ist. Das Spiel des Universums ist es, immer wieder ein neues Leben zu leben und immer das Beste draus zu machen. Und natürlich musst du Dinge wie Spiritualität und Integrität lernen, weil das Spiel nur positiv läuft, solange du echte Integrität zeigst. Und so lernst du all diese Dinge. Die Idee dahinter ist nichts Besonderes. Ich hasse es, euch das sagen zu müssen, weil jeder denkt, dass es einen Mordsgrund hinter all dem gibt, aber es ist nur ein Spiel. Es ist nur ein Spiel. Wir spielen ein Spiel und es gibt da bestimmte Dinge, die du in jedem Leben lernst, wenn du schlau bist. Du lernst, das Spiel mit Integrität zu spielen. Und wenn du Integrität nicht lernst, dann erfährst du, was Karma ist. And we're playing a game, there are certain things you learn each lifetime. If you're smart, you learn to play the game with integrity. And if you don't learn integrity, then you run into karma. Aber das Hauptsächliche für mich ist, dass wir vergessen haben, wer wir wirklich sind. Wir sind Schöpfer oder besser gesagt Götter mit Schöpferkraft, die Spiele spielen, uns aber darüber nicht bewusst sind. Aber wenn wir uns dessen bewusst werden, können wir wahrscheinlich das gesamte Spiel verändern. Das stimmt, die Jungs da draußen wollen nicht, dass wir das alles erfahren. Weil diese Jungs, die Zivilisationen da draußen regieren, wollen so weitermachen wie bisher. Sie wollen die Nummer eins sein, mächtiger als der Präsident. Und sie wollen da draußen alles kontrollieren. Sie wollen sich einfach nicht mit uns rumschlagen. Also haben sie uns auf einen Planeten verbannt, wo wir nichts von all dem jemals erfahren. Und natürlich versuchen sie uns krank zu machen und bis zum Tod zu quälen. And of course they try to keep us sick and dying and all of those various things, but the whole thing is that if they kill us, then ich denke nicht, dass sie uns sofort töten wollen. Sie wollen nur, dass wir sehr krank sind. Weil wenn sie uns sofort töten, bekommen wir einen anderen Körper und leben wieder ein neues Leben. Aber die Idee ist ja, uns auf diesem Planeten hier in einem kranken, sterbenden Körper festzuhalten. Also kommen wir erst gar nicht auf die Idee, dass wir mehr sind als unser Körper. Und wir sind so mit unseren Krankheiten beschäftigt und rennen zu den Ärzten. Aber um nochmal auf das andere Interview über MMS zurückzukommen, es gibt da eine Menge Leute, die nicht zu den Ärzten rennen und Verantwortung für sich selbst übernehmen, um nicht krank zu werden. Könnte das eine Lösung sein, wie man dem Gefängnisplaneten entkommen könnte? Ich denke, das ist genau das, was wir tun sollten. Wir sollten Verantwortung übernehmen und andere Leute dazu bewegen, ebenfalls Verantwortung zu übernehmen, die wiederum andere daran erinnern. Der Beginn eines dritten Millenniums für uns alle, die vom Planet der Götter kommen, ist 2017. Also haben wir noch ein paar Jahre. Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich 1500 ausgebildete Minister in unserer Kirche, Genesis 2 Church of Health and Healing. Und diese 1500 Minister kamen aus der ganzen Welt, um ausgebildet zu werden. Ich habe mit mindestens 1200 von ihnen geredet, als sie ankamen. Und fast alle von ihnen sagten mir, ich bin hier, ich weiß nicht, warum ich gekommen bin, ich musste einfach kommen. Sie alle mögen MMS und glauben an MMS. Und sie alle sagten, ich kam, weil ich kommen musste. I don't know why I come, I just had to come. Now, they all liked MMS, they all believed in MMS, but they all said, I came because I had to come. Vielleicht erinnern Sie sich, wer Sie sind. Ja, Sie haben sich ein Stück weit erinnert. Und einige von Ihnen haben sich an die ganze Geschichte erinnert. Sie haben mir davon erzählt, als Sie ankamen. Nicht alle erinnern sich, aber einige. Ich fragte ins Publikum, wer von euch glaubt an die Geschichte? Und alle haben die Hand gehoben. Und sie sagten, ich glaube, dass ich vor 1 Billion Jahre auf dem Planet der Götter gelebt habe. Fast alle von diesen 1500 Leuten glauben daran. Diese Leute wachen auf.
Bis 2017 werden die meisten dieser Millionen Menschen aufwachen. Und ich denke, dass alle uns helfen werden, das zu tun, was Angie tut. Wir werden Leute behandeln und die richtigen Dinge tun. Most of those million people will be awake. And I think that they're all going to help us do what Angie's doing. And doing, you know, what we're going to be treating people and we're going to be doing the right thing. And when people see us treating Und wenn die Leute sehen, dass wir richtig behandeln und die richtigen Dinge tun, werden sie das auch machen wollen. Und alle werden dann dazugehören wollen. Und so werden wir immer mehr. Es werden nicht Millionen sein, sondern hunderte Millionen Menschen werden dabei sein. Wir werden gute Dinge für die Welt tun, statt schlechter Dinge, so wie die Dunkelmächte. Es gibt sowieso nur ganz wenige Bad Guys. Ein paar Familien, so um die 30 Familien, denen noch viele Idioten folgen. Aber selbst die Idioten werden irgendwann sagen, hey, diese Leute da machen gute Sachen, wir wollen das auch. Deshalb müssen wir einfach nur Vorbilder für die Welt sein. Genau das werden wir sein. Wir sind es ja eh schon. Und so wird es immer mehr Menschen geben, die aufwachen und aufhören, das Falsche zu tun. Dann wird es immer mehr Menschen geben, die das tun, was wir jetzt schon tun. And so as more of us come in and start waking up and quit taking the junk, then there'll be more of us doing what we're doing. Ist das Manuskript, von dem du gesprochen hast, für immer verloren? Oder schreibst du alles auf, was er dir gesagt hat? Gibt es Fragmente davon? Ich meine, da gibt es noch so viele Fragen. Wir wollen wissen, wer sind diese Aliens? Gibt es verschiedene Rassen? Wer besucht uns? Wer ist gut und wer ist böse? Ist da noch mehr Wissen, das du veröffentlichst? Ja, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt The Story of Earth. Und es handelt von all diesen Themen. Aber es geht nicht so sehr um Aliens. Ich weiß gar nicht so viel über all die verschiedenen Aliens. Ich erinnere mich an eine Zeit, als ich in der Nähe von Area 51 lebte. Ich lebte ziemlich nah dran und beobachtete immer die Raumschiffe, die da rumflogen. This lifetime, I lived out near, you know about Area 51, right? Well, I lived right near there. And I used to see the spaceships coming in. Zum Glück kommen heute auch viele Dinge ans Licht. Auf YouTube gibt es viele Videos über Aliens und so weiter, aber das ist ja gar nicht dein Thema. Das Wichtigste für mich ist, dass wir uns daran erinnern, dass wir viel mehr sind, als wir denken. Und diese Erinnerung wird uns helfen, uns aus diesem Gefängnis zu befreien. That we remember that and get free of this prison planet in a way. That's right. We've got to. Ganz genau. Wenn wir diesen Planeten verändern und das machen, wozu wir hier sind. Es gibt einen Mann namens Glenn Doman. Er hat versucht, einen Gehirnschaden bei Kindern rückgängig zu machen. Und er sagte, es muss gehen. Es gibt eine große Gehirnmasse, die nicht geschädigt ist. Also fing er an, mit diesen Kindern zu arbeiten. Wenn jemand seinen Arm nicht bewegen konnte, machte er Übungen mit dem Arm und trainierte ihn. Seine Frau half ihm dabei. In seinem Gebiet gab es ca. 50 Kinder, die einen Hirnschaden hatten, aber nur 30 von ihnen konnten sich diese Therapie leisten. Sie arbeiteten 5 Jahre mit diesen Kindern, bewegten ihre Arme, ihre Beine, was auch immer, und trainierten mit ihnen. Aber nach diesen 5 Jahren gab es bei den Kindern keine wirkliche Verbesserung. And his wife was with him, and they both did this, and they had like, they had like, in one area, they had something like 50 kids that was brain damaged in this huge, big area in the United States, but there was only about 30 of them that could afford to have their kids worked on, you know, and so he was doing it. In 5 years, he worked on these kids, you know, moving their arms or their legs or whatever, and trying to work with them. And after the end of 5 years, none of the kids had really improved at all. But the kids that didn't. Aber die Kinder, die nicht das Geld dafür hatten, blieben bei ihren Müttern zu Hause.
Und diese Mütter hatten keine Zeit, sich um die Kinder zu kümmern. Also sind sie nur auf dem Boden herumgerutscht und haben irgendetwas gespielt. Und nach 5 Jahren konnte man bei diesen Kindern deutlich mehr Fortschritte feststellen als bei denen, die die ganze Zeit trainiert wurden. Also, was willst du uns genau damit sagen? Dass wir spielen sollen? Es geht darum, dass wir uns besser entwickeln, wenn wir Verantwortung für uns selbst übernehmen. Und diese Kinder haben genau das getan. Dadurch hat er dann verstanden, was er falsch gemacht hat. Und er hat es umgesetzt. Anstatt den Arm zu trainieren, hat er dann das Gehirn trainiert. Weil wenn das Gehirn den Arm kontrolliert, bringt es nichts, den Arm zu trainieren. Und mit dieser Methode heilte er dann schließlich 85% der gehirngeschädigten Kinder. Und nicht nur bei Kindern, sondern auch bei gehirngeschädigten Erwachsenen hatte er Erfolge. Dann fingen sie an, mit seiner Methode Kinder im Alter von 0 Jahren zu trainieren, gleich nach der Geburt. And then he learned to educate them. And he started educating babies at zero. In other words, they're born, they bring them out, and he says, this is your mother, you know, and he starts educating them from zero. Und er fand heraus, wie man Kinder am besten unterrichtet. Mit 3 Jahren sprechen sie 6 Sprachen. Sie können Mathematik und alles Mögliche. Wenn die Kinder gleich nach der Geburt richtig unterrichtet werden, haben sie einen IQ von 200 statt 100. Bei einem IQ von 200 sind sie dann aber nicht doppelt so intelligent, sondern 10-mal so intelligent. Er hat also gemerkt, dass dabei viel intelligentere Menschen herauskommen. Außerdem konnte er ihnen Integrität beibringen und viele andere Sachen, die du einem 6-jährigen Kind nicht mehr beibringen kannst. Wenn du erst mit 6 Jahren anfängst, mit ihnen zu arbeiten, wissen sie schon alles über den Nikolaus, Bugs Bunny und Co. About Bugs Bunny and about all of these other people, and you see what thinking is. Laut Definition ist Denken das Gegenüberstellen von Bildern. Man vergleicht ein Bild mit dem anderen und sagt, ob die Bilder sich ähneln oder unterscheiden. Also ist Beurteilen ein Vergleich von Bildern. Aber wenn Sie einen Haufen falscher Bilder gespeichert haben, einen Haufen Lügen, wie sollen Sie dann neue Bilder beurteilen? Deswegen muss man den Kindern von Anfang an die Wahrheit lehren. Wenn Sie wissen, was Wahrheit ist, haben Sie im Alter von 10 einen IQ von 200. Und wir werden auf der Erde keine Kriege mehr haben, weil logisches Denken Kriege verbietet. Was wir also tun müssen, ist die Menschheit auf ein höheres Level bringen. Leider werden wir dann nicht mehr hier sein, es sei denn, wir kommen zurück. And so what we need to do is we got to take mankind to the next level. And unfortunately, we ain't going to be here when it gets to the next level, except we'll be back, right? Kannst du eine Wahrheitsbewegung erkennen? Wie stehen die Chancen, dass die Dinge sich jetzt schnell ändern? Ja, die Dinge verändern sich jetzt viel schneller. Aber bevor ich sterbe, bevor wir alle sterben, müssen wir Mütter dazu bringen, ihre Kinder von Geburt an zu unterrichten. Wir haben schon geplant, Mütter zu bezahlen, um zu Hause zu bleiben und ihre Kinder zu unterrichten. Und wenn wir es schaffen, dass 10% der Menschheit oder 5% der Menschheit einen IQ von 200 hat und Integrität besitzt, dann werden wir keine Kriege mehr haben. Das garantiere ich euch. Up to an IQ of 200 with integrity, we won't have any more wars, I assure you. And mankind will go. Und die Menschheit wird aufsteigen, weil diese Menschen werden ihre Kinder auch wieder unterrichten. Das ist unsere Chance, die Menschheit auf ein höheres Level zu bringen, 10-mal großartiger als jetzt und mit Integrität. Das ist alles, was wir brauchen. Bedauerlicherweise oder glücklicherweise, wie man es nimmt, wir werden diese nächste Dimension erschaffen. Es wird nicht irgendein Gott von irgendwo herkommen oder irgendein Alien. Wir werden es selbst machen. Und wenn wir es nicht machen, wird es nicht passieren. Es wird kein Alien kommen, um der Menschheit Integrität zu lehren. Das wird nicht passieren.
Es geschieht nur durch Eigenverantwortung. Integrity to mankind. That ain't the way it's built, and that ain't the way it's going to happen. It only happens from responsibility. And we have it within us. We have. Es ist alles in uns. Wir haben das Herz und wir spüren, was Integrität und Wahrheit ist. Aber wir haben vergessen, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Aber wir können es wieder lernen, und die Dinge werden sich verändern. Danke für dieses interessante Interview. Da steckt so viel Wissen drin. Wir könnten stundenlang reden. Das Wichtigste ist, dass wir vergessen haben, wer wir sind. Aber wenn wir uns wieder erinnern, können wir unsere Probleme überwinden. Danke, Jim Humble. Exactly. Thank you, Jim Humble. Okay. Thank you. My pleasure.